Jesus sagt, ich brauche einen Ort, wo mein müdes Haupt ruhen und Trost finden kann. 10. November 2020. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, geliebte Familie meines Herzens, es ist kein Zufall, dass dieser Ort Heilige Herzenszuflucht genannt wird, mitten in den Bergen, genannt Sangre de Cristo, Blut Christi in Neumexiko. Es ist wirklich eine Zuflucht für mein Herz, denn ich habe hier geheiligte Seelen, die bereit sind, mein müdes Herz zu trösten. Dies ist ein Ort, an dem ich Trost suche. Aus diesem Grund arbeite ich eng mit euch zusammen, um euch vom Jammern und Richten zu befreien. Versteht ihr? Ich brauche einen Ort, an dem ich mein müdes Haupt ausruhen und Trost finden kann und kein einziges störendes Wort höre. Aber wenn ihr miteinander streitet und euch gegenseitig verleumdet, richtet und beißt, dann muss ich mich abwenden und ein anderes finden, das mich tröstet. Bitte behandelt einander nicht so, das stammt von der Welt. Ihr gehört nicht mehr zur Welt. Ihr tut mir schrecklich weh, wenn ihr einander kritisiert. Es ist ein beißender Gestank, wie Müll, der auf der Müllkippe verbrennt, und ich kann an einem solchen Ort keine Ruhe finden. Ich bitte euch, in euren Herzen einen sicheren Ort zu schaffen für mich, einen Ort des Friedens und der Nächstenliebe. Ich verstehe eure menschliche Natur und dass ihr schwach und ungeduldig seid. Ich verstehe dies sehr gut und ich verurteile euch nicht für euren Fehler, solange ihr sorgfältig über euch selbst wacht und euch weigert, jene Gedanken in euren Verstand und in euer Herz aufzunehmen. Vielmehr juble ich, wenn ich sehe, wie ihr euch von diesen feurigen Pfeilen abwendet, die dafür gedacht sind, in eurem Herzen ein Müllfeuer zu entfachen. Ich habe euch nicht hierher gerufen, weil ihr perfekt gewesen seid. Ich rief euch hierher, weil ihr mich liebt und mich mehr lieben möchtet. Kurz gesagt, möchtet ihr ein mit mir vereintes Leben leben. Also nehmt euch das bitte zu Herzen. Von euch wird nicht erwartet, dass ihr perfekt seid. Meine Liebe wird eure Herzen reinigen und euch vervollkommnen. Es ist gut, dass ihr alle wisst, dass Dämonen der Fehlkommunikation unter einem großen Dämon der Spaltung viel dafür tun werden, um euch zu provozieren, wenn ihr nicht sehr, sehr vorsichtig seid. Was aus dem Mund einer Person hervorgeht, wird oft verdreht, während es in die hörenden Ohren einer anderen Person eindringt. Und dies wird immer und immer wieder getan, um euch zu verwirren, zu frustrieren und Fehler zu finden aneinander. O Herr, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast, denn genau das ist zwischen einer Seele und mir passiert. Claire, ich möchte, dass du sanftmütig und demütig bist, selbst wenn andere dir widersprechen und nicht zuhören wollen. Ich werde zu ihren Herzen sprechen. Es gibt einige Seelen, die mehrere Schichten errichtet haben, Zäune, Verteidigung und Abwehr, um ihre Selbstachtung zu schützen. Recht zu haben ist wichtig für unsichere Seelen. Wenn ich sie während dem Läuterungsprozess liebe und instruiere, werden diese Abwehrmechanismen einstürzen. Niemand hier hat ein Recht darauf, Recht zu haben. Ihr alle müsst aber miteinander im Reinen sein und mit mir. Wann immer die Nächstenliebe versagt, hat der Feind einen Pfeil in die Denkweise von jemandem geschossen.
Meine besonders ausgewählten Seelen, wenn ihr das unsichtbare Reich sehen könntet, wie Rick Joyner es tat, würdet ihr erkennen, dass ihr auf einem Schlachtfeld lebt. So viele Dinge, die euch absichtlich angetan oder gegen euch losgetreten werden, kommen aus diesem unsichtbaren Reich. Es wäre gut, wenn ihr erkennen würdet, dass alle Streitereien oder Auseinandersetzungen aus jenem Reich kommen. Es ist schwierig für mich, in einem Herzen zu ruhen, das wütend, ärgerlich und streitsüchtig ist. Aber ich liebe jedes von euch so sehr, dass ich mit euch zusammenarbeite, um euch euren inneren Frieden und den Frieden untereinander zu bringen. Seid auf der Hut und unterschätzt niemals die Macht des Bösen, euch zu entmutigen und zu trennen. Und deshalb dürft ihr niemals eure eigenen Schwächen und die Neigung zu Stolz und Selbstverteidigung unterschätzen. Ja, Herr, ich kann diese beiden Dinge im Moment ganz deutlich fühlen, sogar bis zum Punkt, wo ich ein Loch finden möchte, in das ich mich verkriechen kann. Lass dich davon nicht unterkriegen, Geliebte. Sei dir einfach bewusst, dass du von dem Feind massiv gehasst wirst. Und dies war ein Angriff. Lass es los, vergib und mach weiter. Manche sehen dich als groß und stark. Sie sehen das verletzliche kleine Mädchen in dir nicht. Tröste dich in mir und vergib. Kümmert euch umeinander, ihr Lieben. Sorgt füreinander und hegt keinen Groll. Vergebt lieber und betet füreinander.